Yo, welcome to this dream, my friend. Ja, jetzt sagen wir können auch uns gleich mal anziehen hier. Genau. Und dann, let's go. Genau. Dann werden wir mal eben hier gucken in Venture, was hier so abgeht. Heute ist der Tag gekommen, an dem Terroristen mich entführt und gefoltert haben. Aber das LSPD gibt niemals auf. Wir geben niemals auf. Einmal blaues Blut, immer blaues Blut. Wundervoll. So rührend. Mensch. Hätte ich noch ein Herz, wäre ich fast erwärmt davon. Aber nur fast. Gut, ich muss mich erstmal hier anmelden. Oh. I'm dying. Naja, gut, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass Mason heute auf jeden Fall einen spannenden Tag haben wird. Naja. So, irgendwelche Anrufe verpasst? Nein, okay. Gut. Dann werden wir jetzt schön Geld machen gehen. Ja, komm, machen wir hier eine Runde beim Stadtpark. Statt am Strand. Und ja.
Bin gespannt, wie viel Geld wir das rauskriegen. Eigentlich gar nichts. Aber nun ja. Das ist da hinten schon wieder was. Egal. So, mal gucken, wie viel Geld wir gemacht haben. Beenden. Das ist 3,75. Ah, das ist klar. Danke, nie wieder. Aber wir können mal ein bisschen Fahrrad fahren hier. Ja, fahren wir langsam mal zum Stadtpark.
Moment. Lass mich hier parken. Satan, willkommen im Stream. Ich höre das mal schon Tag ab. Ich höre, geht's gut. How are you? Good. You. Aua. Ich komme aus Österreich, Austria. Meant to be. Ja, schön war.
Ja. Spannend. Ufgard Brass. Willkommen im Stream. Ich habe das mal schon einen Tag gehabt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, Herr Urlaub, das ist ja wundervoll. Warte mal, ich guck mal, ob Bilder ist. Nope. Nun ja, können einfach so ein bisschen herum cruisen mit dem Fahrrad beim Stadtpark ein bisschen. Ja. Ja, ich glaube. Und die Uhrzeit schwierig, jemanden zu erreichen. Das ist richtig. Aber das weiß Mason ja nicht, ne? Für Mason ist ein ganz normaler Arbeitstag, beziehungsweise ein ganz normaler Tag. Guck mal bei Los Santos oder Los Transit oder wie heißt Los Santos Transit, keine Ahnung. LS Transit vorbei. Einfach fragen, was du bisher vom Event, von dem Event hältst. Grundsätzlich, ich weiß halt nicht genau, was jetzt das Ziel von denen ist. Aber ich finde es halt nicht. Hallo, was ist das denn jetzt? Grundsätzlich finde ich es eine gute
Idee, mal so etwas zu machen. Aber wie gesagt, mal gucken, was daraus wächst. Ne? Das muss man auch mal groß und ganze sehen, sage ich mal. Je nachdem, was die jetzt vorhaben, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe es auch nicht hundertprozentig verfolgt. Ich weiß nur, was auf Venture steht. Und ja, ich weiß, dass der Chief auf jeden Fall ein Problemchen hat, wa? Gucken wir mal nach hier. CD 2 hat genau denselben Ding. Nordentür hat auch genau dasselbe. Aber es fährt anscheinend keiner herum. Party. Hätten wir ausnutzen können, um mit dem Mission herum zu cruisen. Ja, mal sehen, ob er mit einem neuen Char weitermachen muss. Nee, also er hat ja auch geschrieben, ich weiß auch, was auf Discord steht, weiß Mason jetzt natürlich nicht, aber das, was auf Discord steht, ist ja, dass die Terrororganisation keine Leute umbringt. Also ich bezweifle sehr, dass der Chief alter Weiß sterben wird. Die wollen ja, ich glaube, was ich mitbekommen habe, ist, dass die ja nur wollen, dass die ganzen Polizeidaten gelöscht werden oder irgendwie sowas. Und ja, gucken, ne? Irgendwas wird sich schon tun. Ich finde es ja toll, ich habe meine Hände nicht an der Tastatur und ich lenke jetzt gerade nur, aber er fährt von alleine direkt los. Ich meine, es ist ja toll, dass Mace so motiviert ist, aber wenn ich den nicht kontrollieren kann mit dem Fahrrad, ist ein bisschen schwierig. Da ist eine Einbahn. Warte, hat jetzt eigentlich irgendwas offen? Ich glaube, die meisten Sachen sind nur telefonisch erreichbar. Der ACLS hat offen. Wo ist denn der? Ah, da hinten. Oh. Nein, können wir mal vorbeigucken. Bin trotzdem mal gespannt, wie es mit dem PD und WW weitergeht. Also, weil da ist, ja. Bin ich auch. Und daher, dass ich mich dort ja beworben habe, gestern, bin ich auch gespannt, wie es dann mit der Bewerbung weitergeht. Ja. Also, echt, Leute. Aua, 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 aua. Discord bumst meine Ohren.
Was? So. Hilfe. Cozy Chris TV, willkommen im Stream. Ich hoffe, das ist schon lange für heute geht's gut. Ich lieg gerade auf meinem Sessel, weil ich das gerade. Warte mal. Was passiert hier eigentlich gerade? Habe ich mich schon angemeldet? Bin ich auf schon selber gejoint oder was ist jetzt hier los eigentlich? Ich verstehe gerade gar nichts. Hilfe? Habe ich was verpasst? Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, was jetzt hier gerade abgeht. Starten wir nochmal neu. Sehr gerne. Kein Problem. Ja, und wie geht's euch sonst so? Ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Morgen. Ah, ich lieb's, wenn sowas passiert. Nein. Das Anmelden ist echt anstrengend bei Lucky Five, das muss ich echt mal sagen. Ja. Vor allem, wenn man so wie ich immer kryptische Passwörter hernimmt, dass man das sich nie merken kann und immer kopieren muss, ist das immer ganz toll. Ah, wozu hat man denn den Keyben Pass Manager hier? So, Lucky Five. Ja. Ja, naja, muss gleich zur Krankenkasse, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Ui. Hoffentlich, du bist nicht krank oder irgendwie sowas. Aber wenn es nur nochmal Termin ist, dann have fun und viel Glück. Aber nun ja. Was ist denn jetzt mit Old V los, Alter? Bist du frisch 18 geworden? Nee. Ich werde jetzt dann 19. Bald. Yeah. Ja, ich habe das Gefühl, das kann ich noch länger dauern. Da haben da noch mehr Leute Probleme gerade. Lol. Was ist jetzt mit Old V, Alter? Hallo? Kann ich heute noch irgendwas machen, oder? Ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Ja, ich bin halt nicht mal, ich glaube nicht, dass man der Supporter weiterhelfen kann. Ich bin ja nicht mal in Lucky Five drinnen. K
Catch lernen, Alter. Wenn ich den Catch lerne, dann kann ich erstmal eine Dreiviertelstunde gar nichts machen, weil ich erstmal 27.000 GB von Lucky 5 downloaden muss. PCW9 installieren, ja, das ist, weiß ich nicht. Warte, ich kann mal. Ich guck mal, ob Task Manager irgendwo im Hintergrund noch Bumse läuft. Details. Bin ich froh, dass ich gerade in keiner RP-Situation war. Insights Capture. Das kann man mal beenden hier. Also das muss ich anders beenden. Exit. Ja, schön. Nee. Probieren wir es nochmal. Hätte ich da in meinen Chatting Screen. Schön laut drehen. Hoppla, falsche Richtung. Oh, jetzt passiert hier was. Ich weiß aber nicht, ob ich so weit vorher auch schon war. Ich habe zweimal nicht aufgepasst. Mach aber mal gar nichts. Drücke nichts. Es sieht aber okay aus. Ah ja, es funktioniert wieder. Natürlich. Hallo, kann ich bitte auf mein Passwort, sonst komme ich hier nicht weit. Ach, da sind wir ja wieder. So, wir wollten zum ACLS, soweit ich das jetzt noch mitbekommen habe. Ach, schön Fahrradstreife. Sowas liegt man doch.
New. Da hinten wohne ich. Hallo Haus, beziehungsweise Wohnung. Sehr gut. Hä, habe ich mich verguckt? Ja, erstmal loggen wir uns ein hier. Mason Duno waren. Die Nummer können wir uns unter anderem gleich einspeichern. ACLS. The person you have called. Ich glaube, ich habe Abstand hier. Zweck. Sehr gut. Jetzt habe ich wieder den Bug. Nun, dann, also, was hat sonst noch offen? Kann man auch mal nachgucken. Wo kann man noch vorbeigucken? Ja, da ist keiner. Downtown Cape. Vielleicht auch keiner. Ja, da kann man mal hingucken. Oder liegt das am Weg oder ist das zu weit weg? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, das ist ein bisschen weiter, oder? Gut, dann fahren wir zuerst zu denen und dann zum Park wieder. Zum Stadtpark. Und dann können wir, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder außer Dienst gehen. Und ein bisschen Postbote spielen oder sowas. Stimmt, auf unser Konto können wir eigentlich auch mal gucken, wie es da ausschaut. Ob ich überhaupt noch Geld besitze. Oder ob ich eh schon pleite bin nach 3 Tagen. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich täglich oder wöchentliche Abbuchungen habe bei meiner Wohnung. Hallo. Ja, guten Tag, der ACLS. Sie haben es probiert. Ja, ich hätte es probiert, weil ich habe gesehen, dass ihr offen habt und wollte mal kurz vorbeischauen. Ich bin von Lock and Load. Ich wollte einfach mal gucken, ob alles in Ordnung ist bei euch. Und da ihr geöffnet habt, wollte ich mal anrufen, ob ihr da seid oder nicht. Ah, cool, das ist nett. Gerade tatsächlich im Außeneinsatz. Achso, okay, ja, nee, alles klar. Ich wollte, wie gesagt, nur gucken, ob alles in Ordnung ist, da die Situation gerade in der Stadt ja ein bisschen angespannter ist. Gucken wir auch ein bisschen herum von Lock and Load Security und ja, schauen halt, ob alles in Ordnung ist. Ja, das ist sehr aufmerksam. Ja. Nee, aber alles gut. Super. Dann vielen Dank für die für den Check-up und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Jo, Ihnen auch, ne? Ja, Tag. Mach's gut. Gut, jo, ciao. Bis dann, ciao. Ja. Nett. Na 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 na.
Man kann mir nicht vorwerfen, ich mache meinen Job nicht. Auch wenn ich ihm nur einen Rat machen kann. Gucken wir mal, ob hier alles noch in Ordnung ist. Oh, scheint alles beautiful zu sein. Hier ist, wie heißt das Unternehmen? Ich höre den Namen nicht mal ein. Social Center. Also wir sind jetzt im Prinzip östlich vom Social Center. Oh. Bisschen Ortskunden nebenbei noch lernen hier. Jetzt sind wir gerade westlich vom, nee, doch westlich vom FD auf der Brücke. Sehr westlich. LSPD, ah, das ist hier das, ja. Oh, weiß ich mir verzichern. Wie heißt das? Wer ist die Gegend hier? Keine Ahnung. Ich habe immer Menschen im Gedanken, also im Kopf, aber das ist falsch. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hallo? Hi, hi. Hallo. Hallöchen. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, soweit ganz gut und selbst? Ja, muss, ne? Ich fahre jetzt gerade ein bisschen herum, schau, ob alles in Ordnung ist überall ein bisschen. Ja, man tut, was man kann, ne? In den Zeiten versuche ich nur das Beste draus zu machen. Ne? Soweit man kann. Klar. Geht uns ähnlich.
Ja, ich glaub's. Das war ja anscheinend, wie ich gehört habe und auf Avenger gesehen habe gestern Abend, nachdem ich aus dem Dienst gegangen bin, ziemlich viel los hier in der Stadt. Waren Sie da auch mit involviert? Ja. Unter anderem. Nicht so schön. Nicht so schön. Auch das Video vom Chief hat mich auch sehr geschockt, sage ich mal. Ja. Vor allem, wie die an den Chief rangekommen sind, das frage ich mich ja. Ja, vor allem, wie jetzt die Situation ist, weiß ja auch keiner, ne? Ausnahmezustand war. Will nicht wissen, was für ein Chaos intern im PD jetzt gerade herrscht. Ja, schwierige Situation. Ja. Aber nun ja. Aber auch das schafft Los Santos. Ja, Los Santos hat ja in der Vergangenheit, soweit ich mitbekommen habe, schon viel mehr geschafft, ne? Richtig. Aber naja, sind alle aufgeregt und gespannt, was passiert. ja, das ist wohl wahr. Ja, und war heute schon viel los bei Ihnen? Nee, so ein bisschen was. Okay, ja. Bisschen was, aber macht ja auch nichts, wenn man ein bisschen ruhig ist. Kann man ein bisschen, Wunden lecken. Ja. Ich glaube, ACLS ist auch gerade draußen bei unserem Fahrzeug dran. Ja, den habe ich gerade angerufen, dort war ich auch gerade. Ich bin gerade Bin gerade hier ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Ah ja, auch schön. Ah. Ah ja, da vorne ist er, oder? Ist er dran. Wundervoll. Gehen wir mal gucken. Mit dem habe ich auch gerade telefoniert. Verdient man gut als Fire Department Mitarbeiter? Kann ich klagen. Okay. Sind Sie Chief oder? Nee, ich bin Firefighter Second Class. Ah. Wunderschön. Ich glaube, wir haben telefoniert, oder? Wunderschön. Hi. Ach so, wie ist es? Ja, ich bin durch. Ja, super. Perfekt. Hier gute Sache. Wackelt nicht mehr, hat keine Luft mehr. Was? Ich habe tatsächlich nochmal eine andere Frage gehabt, privat. Ja, klar. Ich habe meinen Rainer da drüben stehen in der Parkgarage. Ja. Können wir uns den mal kurz anschauen? Einfach nur zum Gucken, was da gemacht werden muss. Ja, na klar. Kein Problem. Ja, ich werde dann aber auch wieder weiterfahren. Ne? Euch noch einen schönen Tag. Klar. Ciao. Jo, schönen Tag noch. Jo, Sie auch. Ciao. Ich muss ja jetzt nicht überall mitlaufen. Ne? Also ich bin immer noch verwundert davon, dass die einen Panzerwagen haben, das ist FD. Habe ich noch nie gesehen. Aber nun ja. Jetzt habe ich alles gesehen. So, und jetzt fahren wir zum Stadtpark. Und wenn da auch nichts abgeht, wenn wir da mal in den Feierabend gehen und ein bisschen privat herumradeln. Habe ich mir eigentlich jetzt... Ah ne, ich habe mir nichts zu essen und trinken aus der Firma mitgenommen. Ja, das ist toll. Fahren wir mal hinten rum zum Mission Road Department. Hier scheint jetzt auch nicht allzu viel los zu sein. Fahren wir einmal im Kreis hier.
Ja. Ausstempeln und raus hier. Ah, ja, genau, ich habe was vergessen. Was ziemlich wichtig ist. Ja, meine Waffen. So, jetzt aber. Nochmals Anmerkung, der Vormittagsstream wird auch nicht allzu lange gehen. Ich werde dann gegen Abend 16 Uhr circa nochmal streamen. Deswegen machen wir noch so ein halbes Stündchen und dann passt das. So, was haben wir denn jetzt hier? 2,5. Oh, okay. Lock and load. Vier Stunden. Aha. Okay, die machen das doch täglich abbuchen. Okay. $24 täglich. Ja, Mann. Habe ich ja wieder reinbekommen, wieder, ne? So ein bisschen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich bekommen? So viel zu wenig habe ich ja gar nicht mal bekommen, Alter. Ich verdiene doch relativ gut. 4,6 Stunden, das heißt. $45 verdiene ich die Stunde. Ja. Gibt natürlich lukrativere Jobs, aber es passt erstmal, würde ich sagen, ne? Mm-mm.
Ja, die Kommentare gut. Haben wir das schon gehört eigentlich? Ich glaube nicht. Hey yo, hold on, bro. What the fuck is going on, bro? Was ist denn los mit dir, Mann? Du bist absolut Zufall. War das nicht gut, Mann? Ey, komm on. Das war doch gut, Mann, das Fack. Bro, es war kein Stück gut, Mann. Bro, du, Mann, hört gar nichts, Mann. Du bist voll am Nuscheln, Mann. Jo, kiff mal weniger, Mann. Hey, hold on. Ey, mein Handy klingelt, Mann. Ey, wo ist mein Handy, Mann? Ey, gib mir mal die Tasche rüber, Mann. Jo, chill, Mann, chill, Bro. Hey, Mann. Hey, what's up, Stacks? Hey, yo, Holmes. Warum kurz? Was macht ihr? Was macht ihr? Ja, wir machen einen fucking Song, man. Das genau das Vibes. Hi, Bär, okay, ich komm rüber und bin direkt dabei. Ich mach denkst du selten mit Peace. Ey, aber Haum ist bevor du kommst, man. Ey, wir haben den Song schon fertig, man. Wir können den nächsten Song miteinander machen, you know? Hi, dann Pauli, ich bis gleich, man. Ja. Wundervoll. Gibt keine bessere Musik. Ist die Rückkehr der heißen Fritten, Song Preview. Guten Abend, San Andreas. Mein Name ist Winston Riggs und erinnern Sie sich noch an die heißen Fritten? Die heißen Fritten waren eine Band, die es 2022 auf den Bühnen San Andreas knallen ließen und dann still und heimlich verschwanden. Ich fragte mich, was wurde eigentlich aus der Band und zog los, um den Leadsänger Pommes Erik zu suchen. Nach einigen Tipps aus der Bevölkerung fand ich diesen zurückgezogen in den Wäldern. Fritten, wer mag heiße, heiße Fritten? Ich mag heiße, heiße Fritten. Pommes Erik, wie geht es dir und was machst du hier allein in der Wildnis? Ich suche nach den Sinn der Fritten. Weißt du, die Menschen der Insel fragen sich, was aus den heißen Fritten geworden ist, gerade nun, wo das Alemonia-Festival vor der Tür steht. Ein Festival? Ein Festival der heißen Fritten. Du meinst, die heißen Fritten sollen wieder die Bühne betreten? Pommes Erik, ich habe hier etwas und vielleicht hilft es dir bei deiner Selbstfindung. Das kenne ich doch. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. A few moments later. Wer mag heiße, heiße Fritten? Ich mag heiße, heiße Fritten. Ich glaube, du hast recht. Es ist Zeit, dass die heißen Fritten wieder die Bühnen von Los Santos betreten. Denn es lebe die Pommes. Aber wir müssen noch die anderen Fritten wieder vereinen. Und so zog Pommes Erik aus, um seine ehemaligen Bandmitglieder erneut zu rekrutieren. Dabei führte ihn seine Reise nach Italien, wo Jeffrey Oliver Bardot versuchte, erfolglos seine Ehe zu retten. Als seine Frau ihn verließ, tauchte Pommes Erik auf, um seinem Freund zur Seite zu stehen und diesen für die Rückkehr der heißen Fritten zu begeistern. Gemeinsam kehrten beide nach San Andreas zurück, es lebe die Pommes! Wo sie Bassistin Brianna im Tiki Lala vorfanden.
bitte einmal die heißen Fritten. Ich brauche einen Moment. What the fuck? Ihr habt heiße Fritten bestellt? Mit Brianna an Bord fehlte nur noch Drummer Jaden Crest und der wartete seit dem letzten Auftritt der Band auf die Rückkehr seiner Bandkollegen im Backstage-Bereich. Ich brauche Fritten. Was? Ich brauche heiße Fritten. Hilfe. Jaden. Komm, ich helfe dir. Wir haben hier heiße Fritten für dich. Seid ihr's? Es lebe die Pommes. Die Pommes. Es lebe die Pommes. Junge. Tage später lud mich die Band ins Tequilala ein, wo man an neuen Songs geschrieben hätte und sich auf den Auftritt am Alemonia Samstag vorbereiten würde. Dabei wurde dem Observer exklusiv die neue Single Bring Me Higher präsentiert. Ich bedanke mich bei den heißen Fritten und auch beim Tequilala, die das heutige Video als Hauptsponsor unterstützt haben. Falls Sie die heißen Fritten live on stage erleben wollen, sollten Sie den Alemonia Samstag dick im Kalender markieren. What the fuck? Okay. Auch gut. Spannend alles hier, ne? So, da fährt eigentlich noch ein Bus jetzt. Wieso fährt kein Bus? Sag's euch, wie es ist, Alter. Ich hab übel Hunger. Ich will jetzt mal hier nach Hause radeln. Lalala. Oh, wo wohne ich überhaupt? So in das Putschi. Ja. Hey, bin ich froh, wenn ich einen Motorradführerschein habe, Alter. Stellt euch das vor, hey. Dann ist mein Motorrad rumcruisen. Das wäre geil. Oh mein Gott, Hilfe. Lenker verrissen. Supermarket. Internetcafé. Was ist das hier eigentlich? Wie heißt dieser Ort? Ist das Vespucci schon? Ist das schon die Vespucci-Tankstelle? Oder? So, hier wären wir.
können, mal hier im Kühlschrank. Der Tür rein, Döner Kebab und die Brezel. Ja, super. Ja, gut, da ich jetzt noch was machen muss, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass es ein kurzer Stream wird heute nur. Beziehungsweise jetzt, später streame ich hier dann wieder bis 0 Uhr oder sowas, von 16 Uhr weg oder 17 Uhr weg. Und dann könnt ihr gerne nochmal reinschauen, würde mich freuen. Ansonsten Rufzeichen Discord oder unten, wenn ihr am PC sitzt, auf das Discord-Panel klicken, kommt ihr auf mein Community-Discord, werdet ihr mal informiert. Und ja, dann danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Oder? Fürs Dabeisein und jo. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen, auch wenn wir nicht allzu viel machen konnten. Aber es ist um diese Uhrzeit leider nun mal so. Deswegen, ja.